Hallihallo YouTube. Nach längerer Pause und kleineren Problemen mit dem System kommt mal wieder eine Folge von der Rade. Aktuell nehme ich jetzt heute am 27.01. um 12:30 morgens nehme ich die Folge auf. Die letzte Folge, wo ich aufgenommen habe, die ist leider total im Eimer. Da hat es immer wieder ein Standbild drin und grünes Bild. Keine Ahnung, an was es lag. Ich versuche heute nach längerem Hin und Her mit dem OBS nochmal die Folge aufzunehmen. Muss der Ton schon noch lauter machen. Von den Fahrzeugen sehe. Und hoffe, dass heute mit der Folge alles gut läuft. Weil Projekt hat mir eigentlich am Anfang schon Spaß gemacht und es hat mich halt aufgeregt, dass die eine Folge nicht funktioniert hat, so wie ich es wollte, und deswegen habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Ich nehme jetzt die Folge hier auf, bin hier am Sojabohnen dreschen. Das Feld habe ich in der letzten Aufnahme gekauft, genauso wie ich einiges an Fahrzeuge verkauft habe, leider nicht sichtbar. Da die eigentliche Folge 9 kaputt ist, aber ich nehme damit jetzt hier die Folge 9 auf. So. War schon auch schon wieder fast voll. Nun müssen wir einmal abfahren. Ich habe übrigens einen neuen Hänger gekauft. Dann ist weggekommen, hatten wir so einen kleinen Schlepper, beziehungsweise zwei, die habe ich verkauft. Die ganze Grünlandtechnik habe ich weggetan. Ich habe jetzt eigentlich gerade nur noch Ackerbau, also ein Schlepper, Drescher und Anhänger. Flugrubber, Sämaschine, Düngerstreuer. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich es mache, ob ich weiterhin Aufträge nochmal. Das wird ein bisschen Geld reinkommt, weil nur vom Getreideverkauf werde ich nicht leben können. Was ich halt natürlich leider auch zu spät gesehen habe, dass beim Hof ein Riesenstück Wiese dabei ist. Hätte ich das gesehen, hätte ich vielleicht Grünlandmaschinen nicht verkauft. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Leider Gottes. Aber das ist gleich voll. Weil mit Sojabohnen dauert es ewig. Prozent haben wir jetzt. Ich denke, dass man hier noch einmal quer rüber kommt. Dann wird Ende sein. Wie vielleicht auch mitgekriegt habe, habe ich in einem Video habe ich mal Musik angehabt. Das hat natürlich gleich einen Strike gegeben beim Hochladen. Aber ich wollte die Folge unbedingt hochladen, von daher habe ich es gelassen. Aber ich habe ja vorerst, beziehungsweise mein Plan ist noch nicht, dass ich
irgendwie Monetarisierung oder so anschalte. Hier würde das IVT noch ausschalten. Ah, bei dem war es mit OK bestätigen. Am anderen Server haben wir leider oder Gott sei Dank schon die neue Version, da brauchen wir das OK nicht jedes Mal drücken. Da reicht es dann mit Escape wieder schließen. Und laden einmal die Sojabohnen ab. Gucken wir mal, was die Preise so sagen. Sojabohnen. 2800. Man sollte mal glatt gucken, dass man sie voll runterbringt. Gucken wir mal noch nach einem netten Auftrag. 27 Zuckerrüben. Wo sind die 27? Das ist ein relativ großes Feld. Entschuldigung. Kein Auftrag mit Düngen drin. Was ist da los? Wo ist er jetzt? Soll ich ihn annehmen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich sag da, die sind eigentlich mit dem Roder relativ schnell unten. Die leasten Maschinen warten beim Shop. Aber ich würde dann mal hier weiter dreschen. Mach einen kleinen Cut rein. Vielleicht bis kurz vor Ende vom Feld. Und dann müsste man sich wieder sehen, wenn ich das Feld so gut wie durch habe. So, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade der Helfer auf dem Feld laufen mit dem Drescher. Hab in der Zeit schon mal der Rübenroder zu Feld 27 gebracht und kleine Fläche gemacht, dass man sauber reinfahren kann. Jetzt muss noch der Tatrak schon rüber. Dann auch da ist, dann können wir den Auftrag demnächst ausführen. Viele Bäume. Weit in der Ansicht. So, wenn der Auftrag ist, dann haben wir knapp 35.000 Euro mehr auf dem Konto. Sojabohnen wachsen auf dem anderen Feld ja auch noch, wo wir haben. Also auf dem Feld Nummer 1, auf der 6 anderen wir gerade. Und dann sollte da auch ordentlich Geld im Next reinkommen, wenn wir Sojabohnen verkaufen. Kommt zwar nicht die Welt runter, aber Gleitvieh macht bekanntlich ja auch Mist. So, wie gesagt, hier habe ich schon eine kleine Fläche gemacht, dass man mit dem Tatra hinparken kann oder wie auch immer. Okay, nach dem Helfer. Der hat einen fast vollen Korntank. Hochzerstörung müsste ich meines Erachtens noch anhaben. Gucken wir mal schön. Na, wo ist es? Motorstart, Schmutz. Hochzerstörung an. Das heißt, wir müssen warten, bis er jetzt voll oben ist. Dann können wir einmal abladen. Geh mal auf der Rübenroder. Das wird den Helfer jetzt eh ein bisschen laufen, schätze ich. Weil bekanntlich können die Helfer ja so super gut umgehen mit Kurven und so ein Schicken im LS. Bin ich mal gespannt, was der macht.
jeden Fall ewig weiter um Drehkreis. So, 10 km/h Tempomat. Dann läuft es. Schon ist leer. Und dann hauen wir mal ein paar Rübchen raus. 10% habe ich schon drin. Was an Zugerübertrag runterkommt, das ist nicht mehr normal teilweise. Bin gespannt, wie oft man den Hänger abladen müssen. Ich könnte auch theoretisch mal Joystick lenken. Bringe ich das Vorgewende vielleicht besser hin. Aber ich glaube, wenn ich da runterfahre, komme ich nicht durch. Wenn wir mal das Feld halbieren. Mal einkürzen. Weil der wird doch relativ schnell voll sein. Einmal außen rum hätte es nicht gereicht. Aber mal Stück für Stück. Ja, das kleinere Problem. Dann gucken wir schnell auf die Minimap, was er da schon macht. Sieht eigentlich gut aus, was ich gerade gesehen habe. Mal, ob man hier im Bogen rumkommt. Das Gewackel ist manchmal grausig, aber was soll ich machen? Ich habe kein Lenkrad. Wenn ich eins hätte, würde es wahrscheinlich besser aussehen. Einzige, was ich halt machen kann, ist mit dem Joystick lenken. Das bringe ich hin, aber ist halt auch nicht ganz feinfühlig. Aber da könnte es vielleicht auch dran liegen, dass ich mal die Dead Zone einstellen sollte. Wobei ich würde gerade arbeiten über meine Joysticks. Das funktioniert soweit. Bin ich zufrieden. Und mit den ersten 25.000 Liter Zuckerrüben
wo mir von dem Feld holt, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, einen Kommi, was ich verbessern könnte. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und ciao.